Los. Es ist noch nicht vorbei. Wow. Leute, das ist ein sehr überraschender Anfang. Oh Gott, Moment. Kann ich stoppen? Ja, ich kann. Willkommen zu meinem neuen Let's Play zu Resident Evil 6. Ja, man wird gleich sofort ins Spiel geworfen, sobald man auf Start drückt. Deswegen habe ich den Anfang erstmal so stillgelassen. Und, ja. Leon und, die gute Frau, die er da trägt, heißt Helena Harper, was wir aber noch feststellen dürfen. Ja. Er muss sie retten, weil sie sonst alleine nicht aufstehen kann. Ich habe das Spiel noch nicht lange, habe aber auch erst eine Story durch. Das ist die mit Leon und Helena. Das heißt, die hier kenne ich schon was besser. Ist also kein Blind mehr. Alles andere, was danach kommt, also die anderen drei weiteren Stories, so viel kann ich sagen, sind Blind. Also das könnte lustig werden, würde ich sagen. Ja, machen wir mal. Komm Leon, helf der hübschen Frau. Durchhalten, Helena. Das schafft sie schon. Sie ist stark. Wenn du sie nicht ständig fallen lassen würdest. Ich halte sie nur auf. Gehen Sie. So leicht kommen Sie nicht davon. Na los. Genau. So leicht kommen Sie nicht davon. Ja, man kann hier auch nicht weiter laufen, als nur in die Richtung, die vorgesehen ist. Wir haben so viel durchgestanden. Jetzt wird nicht aufgegeben. Los, mach die Tür auf, Leon. Leon ist eh mein liebster Typ oder überhaupt Held, sag ich mal, aus Resident Evil. Der Typ ist einfach geil. Und ist selbes Geburtsjahr wie Jeff, zumindest habe ich das im Internet gelesen. Ups. Ja, mein Problem im Xbox-Controller ist, dass ich die Tasten noch nicht so auswendig kenne wie bei der PlayStation. Nach wie vor nicht. Ich hoffe mal, das Bild ist gut, was ihr seht. Also ich habe jetzt, ich kann auf dem Fernsehen spielen und hier. Ich denke, es wurde auch mal Zeit, dass ich Resident Evil spiele. Was noch auf meinem Kanal fehlt, sind Horrorspiele und ja, das ist ein geiles Resident Evil. Ich find's toll. Blut befleckt alles hier. Da liegt auch jemand. Da liegt jemand. Geschafft. Da liegt auch jemand quer über dem Tisch. Da liegt auch noch ein Soldat, so wie es aussieht. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Der arme Kerl. Ja, ich will auch versuchen, die blauen Embleme zu sammeln, die man aus Resident Evil 4 kennt. Damals waren sie allerdings sehr klein, die hat man kaum gesehen. Hier sind sie sehr viel größer und dürften einfacher zu finden sein. Ich versuche, soweit ich... ich kann auch im Internet vorschauen, wo welche sind. Habe ich jetzt bei Leon im ersten Kapitel zum Beispiel schon gemacht. Da müsste ich mir jetzt im Kopf merken, wo die ersten Embleme sind. Ich denke, das schaffe ich. Danach, ich habe schon zweimal gespielt. Machen wir eine Pause. Sag du nur, Leon. Einmal mit Helena, einmal mit Leon. Muss man sowieso. Wenn man gewisse Sachen nur mit Helena und gewisse nur mit Leon bekommt. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Okay, ich finde sie etwas, um Wunden zu heilen, weil Helena ja offensichtlich Hilfe braucht. Gut. Ja, ich werde ein bisschen mehr Sachen auch einsammeln, natürlich. Ich werde das Ganze wahrscheinlich auch auf normal spielen, weil leicht war mir dann persönlich doch zu einfach. Schrecklich gute Soldaten so sterben zu sehen. Stimmt. Ah, da haben wir was wir brauchen. Ein grünes Kraut. Leon, warum einfach so kompliziert geht? Nimm mit das Kraut. Leon, sind Sie da? Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Okay, wir tun, was Hannigan sagt. Unsere auch schon Helferin im vierten Teil. Ich habe Teil 4 und Teil 6 mittlerweile. Die anderen, also ich kenne die ersten drei Teile. Teil 5 finde ich schon vom Sehen her total bescheuert. Ist mir viel zu actionlastig mit Chris und Shiva. Ja.
ist einfach nicht meins. Okay, wir kombinieren die Kräuter. Und können uns ein paar Tabletten davon basteln. So. Durchhalten, Helena. Bitteschön. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Hallo. Meine Munition. Ach du Arschloch. Drehen, drehen, drehen. Dann mal einmal den. Kann ich dir noch was irgendwas tun? Nochmal drehen, na komm. Versuch's doch. Kann durchaus passieren, dass ich wirklich auf den Over gehe. Ist mir beim ersten Mal durchspielen mit Leon auch 16, 18 oder sowas bald passiert. Tja, wenn man es nicht kennt, ne? Verreckt man auch mal, und wenn man die richtigen Kombinationen nicht gleich drückt auf die Schnelle, dann passiert sowas halt. Man, also stellt euch drauf ein. Auf der Hut sein. Weil ich sagen muss, Leon ist nicht nur cool, der ist auch noch hübsch. Und das sage ich nur bei den allerwenigsten Spielfiguren. Da gibt es bisher wirklich ganz wenige, wo ich das sage. Leon ist einer davon, doch. Muss ich zugeben. So, jetzt gibt Helena endlich mal die Tabletten. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Danke. Leon, was machen Sie denn? Sie müssen da weg, jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind DSAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse Sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. So, nun hilft uns Helena auch. Finde ich sehr gut. Ach ja, Wegfindungshilfe einblenden. Die man allerdings auch nicht wirklich braucht. Ihr seht diese 16M. Da wird einfach angezeigt, wo man hin muss und wie viele Meter man davon noch entfernt ist. So, Helena, komm. Wir gehen. Ich werde auch das Szenario dann... Das hier ist nur der Prolog, müsst ihr wissen. Ich werde das Szenario dann auch mit Leon spielen. Ich mag Helena auch, aber... Ich überlege, ob ich das dann auch zweimal spiele im Let's Play. Mit Helena und mit Leon und jeweils und dann mit den anderen noch. Aber das überlasse ich mehr oder weniger auch euch. Ihr könnt entscheiden, ob ich das soll oder nicht. Mir ist das egal. Ich finde das Spiel toll. Ich würde es auch zweimal spielen. Na, kommt hier keiner. Keine Zombie-Attacke. Oh. Was zum Teufel? Nö, ja. Aber ne, ja, ich brauche keine Wegfindungshilfe. Ist direkt vor mir der Weg. Okay. Mach mal auf. Hilf mir mal. Eieiei. Das ist aber nicht schön. Hilfe, Hilfe. Alles voller Zombies. Und ein Flugzeug, das in der Wand hängt. Im Haus. Kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Einfach geradeaus? Meinst du jetzt direkt durchs Haus oder so? Weil einfach geradeaus ist für mich direkt durchs Haus. Egal. Okay. So, Matsch. Nehmen wir mal die Muni mit, die können wir gebrauchen. Jede Muni ist zu brauchen. Das habe selbst ich schon gelernt, obwohl ich noch zu wenig Resident Evil gespielt habe. Ich habe mich immer davor gedrückt, einen Resi zu Let's Playen, weil ich einfach schlecht in den Spielen bin, vor allem in den alten. Die habe ich auch früher gespielt, klar. Bam. Ja, Leon, du bist schon ein toller Typ. Der war doch schon so. So, jetzt können wir da auch weiter. Weil ich einfach schlecht bin. Selbst den Vierer kann ich nicht so gut. Riechen aus ihren Löchern. Da war doch noch was. Das nehmen wir mal alles mit hier. Das können wir gebrauchen. Ey, lass mich da durch. Aber beim Sechser denke ich, ich sollte es mal machen. Doch.
Eieieiei. Oh oh. Weg! Würde ich auch sagen. Definitiv weg. Das ist Öl. Oder Benzin. Na dann lauf, Leon. Lauf. Ich will nicht gleich hier schon sterben. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Mehr verhehlen kann man kaum. Lauf. Wo ist eigentlich Helena? Hierher! Einsteigen! Die ist aber vor mir. Hilfe! Nicht so schnell, junge Frau. Oder den alten Mann nicht zurück. Naja, alt ist relativ. Mist? Ja, wenn man die englische Synchro hört, dann sagt er Shit. Ich wüsste nicht, seit wann Shit bitte Mist heißt. Na gut, egal. Er kriegt die nicht hoch. Ich glaube, das ist in seinem Alter so schlecht, wenn man da keinen mehr hochkriegt. Ja, yeah, die Königin der Flachwitze. Los, hoch mit dem Teil. Der Heli macht es nicht mehr lang. Ich merk's. Warum rettest du den, Helena? Riesenfilter. Sehr lecker. Okay. Versuchen wir mal, dir zu helfen. Mal. Scheiße, spät. Jetzt. Raus mit dem, so. Drehen. So schnell müssen wir erstmal checken. Festhalten. Genau, am Zug vorbei, ist klar. Das ist sehr unrealistisch, weil es würde kein normaler Mensch überleben, was hier passiert. Vor allem, dass die beiden alles so erleben. Oha. Wenn man da nicht reagiert hätte, wäre man jetzt auch Matsch. So, da wir noch im Prolog sind, gibt es hier noch nichts, denn hier gibt es normalerweise auch ein blaues Emblem. Das wäre, glaube ich, da hinten in dieser Schrankwand oder was es auch immer sein soll, da diese Fächer. Würde man sehr gut erkennen, das habe ich nämlich beim letzten Spielen rausgesehen. Manchmal bin ich echt blind, um sowas zu sehen. Aber gut, gehen wir weiter. Irgendwas ist hier faul. Nicht genug?
Und das war das Intro vom Spiel. Welches wir aber später in der Leon-Szenerie noch sehen, noch einmal. Ich habe extra für dieses Let's Play sogar mir ein neues Xbox-Profil angeschafft, damit ihr auch seht, was freigeschaltet wird. Weil ich bei meinem ja schon einiges habe. Einiges, so ein bisschen was. Und ja. Man kann das Spiel auch sehr oft durchspielen. Es gibt die Schwierigkeitsgrade leicht. Oh, man sieht tatsächlich schon das vierte Szenario. Das sieht man nicht, wenn man das im ersten Mal spielt. Also Ada ist die vierte, mit der man spielen kann. Ich wollte es eigentlich noch nicht verraten, aber man sieht es schon. Ja, es gibt die Schwierigkeitsgrade leicht, normal. Ich glaube Profi. Oh, Moment mal, leicht, normal. Mittel? Ich glaube Mittel, Profi und höllisch. Und mein Gott, ich will nicht wissen, was höllisch ist. Ich habe bisher erst leicht und normal gemacht. Bei normal bin ich ja schon, wie erzählt, schon zigmal verreckt, aber auch nur, weil ich das halt noch nicht kenne und was ich da drücken muss. Ich habe nicht so schnell geschaltet manchmal. Oder nicht richtig getroffen, wenn man hat zielen müssen. Und ich werde irgendwann mal sicher höllisch ausprobieren. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das ist so, dass ein Zombie dir gleich den Kopf abbeißt, wenn er dich nur einmal erwischt und dass du kaum Munition hast und nur mit dem Messer dich durchkämpfen musst. Das wird richtig lustig werden. Oh Gott, ja, ich denke mal, das ist ein guter erster Part-Schnitt, ihr wisst schon, was ich meine. Ich werde erstmal schauen, ob alles gut aussieht, von der Helligkeit her, dass ihr genug seht. Ich sehe genug, weil ich es auf dem Fernseher habe, da ist es nochmal ein bisschen heller als auf dem PC, was ich hier sehe. Soundmäßig, ob es asynchron ist oder ob ich laut genug bin, ich weiß nämlich nie so genau, ob das alles stimmt und passt. Und werde dann im nächsten Part mit der Leon-Story anfangen. Ich werde das abgehen, wie es hier steht. Leon, Chris, Jake und Ada. Und man sieht auch bei jedem schon so ein bisschen, was dort irgendwo ungefähr drin vorkommen kann. Also bei Ada, ihre Armbrust ist ihre Waffe. Und eine Spinne. Nö. Ich habe irgendwie Angst vor dieser Story. Jake. Warten wir mal einen Moment. Da kommt auch gleich was. Ja. Ein übler Gegner, würde ich sagen. Was haben wir bei Chris? Was sehen wir bei Chris? Sehen wir da überhaupt was? Ein sich mutierendes Etwas. Okay. Und bei Leon... Ja, die Zombies. Weil es zu Leon irgendwie am besten passt, habe ich das Gefühl. Jawohl, ihr Lieben. Ich beende den Part, schaue mir alles an und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei Resident Evil 6. Bis dann.